Wohnt hier etwa der Weihnachtsmann? Nein, hier wohnt Familie Nitschke aus Asperg und die dürfen in Sachen Strom ganz schön tief in die Tasche greifen. Weihnachten wird grün. Wir treffen den Grinch bzw. Otto Walkes im Stuttgarter Metropolkino. Und Serientäterinnen, Turnerinnen vom MTV Stuttgart holen sich erneut den Meistertitel der Deutschen Turnliga. Und damit hallo und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Der Countdown läuft. Noch 21 Tage, dann ist Weihnachten. Höchste Zeit, sein Haus in Sachen Deko auf Vordermann zu bringen. Bei Familie Nitschke aus Asperg im Kreis Ludwigsburg ticken die Uhren ein klein wenig anders. Sie kümmern sich um ihre Weihnachtsdeko bereits seit Mitte Oktober. Denn nur so konnte auch pünktlich zum ersten Advent alles fertig sein. Rund 25.000 Lichter sorgen dafür, dass bei diesem Haus in Asperg im Kreis Ludwigsburg einfach nicht weggeschaut werden kann. 3 Wochen zuvor steckt Hausherr Oswin Nitschke bereits mitten in den Vorbereitungen. Weihnachten wird bei dem 30-Jährigen und seiner Familie großgeschrieben. Also angefangen hat das Ganze schon seit meiner Kindheit. Damals hat meine Mama und mein Papa immer das alles geschmückt, das ganze Haus. Da habe ich dann als kleines Kind immer fleißig mitgeholfen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das hat dann nach und nach so abgefärbt. Wohl gewaltig abgefärbt. Jedes Jahr fliegt die ganze Familie in die USA, um sich dort einzudecken. Mit 2 Koffer voll Lichterketten und Kitsch geht's dann wieder zurück in die Heimat. Während andere im Herbst Kürbisse schnitzen, beginnt Oswin Nitschke Mitte Oktober bereits mit dem Dekorieren. Die meisten Sachen, die wir für draußen haben, die haben wir hier bei uns im Gartenhaus drinne. Natürlich habe ich nicht überall den Überblick, weil mittlerweile so viel Sache ist. Aber man findet trotzdem alles. Manchmal auch ein paar defekte Lichterketten. Die werden dann kurzerhand repariert. Viel Arbeit, doch für den Familienvater Leidenschaft. Was fasziniert Sie denn jetzt so daran? Ja, erstens natürlich die ganz vielen funkelnden Lichter. Die strahlenden Gesichter der Kinder, das ist was, wo mir richtig Spaß macht. Und es gibt mir immer so ein Stück Amerika zurück. Das ist so die Erinnerung an früher und selber jetzt es machen zu können, ist einfach wunderschön. Ob die Nachbarn wohl seine Faszination teilen? Ich habe es jetzt nicht bei mir so gerne, aber wenn das jetzt den Nachbarn gefällt, also mir ist das egal. Sieht sehr schön aus, wunderbar. Und hell. Mit dem ersten Advent ist dann der große Moment gekommen. Das Haus erstrahlt zum ersten Mal in vollem Glanz. 2 bis 3 Stunden täglich werden die Lichter ab sofort brennen. Länger wäre, wie uns Oswin Nitschke erzählt, viel zu teuer. Allein für Dezember und Januar steigen die Stromkosten auf rund 1.500 Euro. Doch das Feeling und die Begeisterung der Schaulustigen ist es dem 30-Jährigen jedes Jahr wert. Weihnachten kann kommen, Leute können kommen, ich bin richtig froh jetzt. Ja, die einen freuen sich wie verrückt auf Weihnachten, andere möchten die Festtage am liebsten verschlafen. Und der Grinch, der hasst Weihnachten sogar so sehr, dass er es stehlen möchte. Der Animationsfilm über den grünen Griesgram läuft seit vergangener Woche im Kino. Grund genug für Komiker Otto Walkes, am Samstag eine Autogrammstunde zu geben. Denn er leiht dem Miesepeter seine Stimme. Beinahe so giftgrün wie der Grinch selbst kommt Otto Walkes ins Stuttgarter Metropolkino. Zeig doch mal die Leute. Die Leute sind aber natürlich nicht da, um mal ins Fernsehen zu kommen, sondern wegen ihm, Deutschlands Kultkomiker und der deutschen Synchronstimme des Grinch. Sonst habe ich ja immer viele Jahre lang das Faultier gesprochen, den Sid im Ice Age. Meine Idee, wo seid ihr? Und jetzt plötzlich kommt etwas völlig anderes. So ein Otto kennt man ja eigentlich gerade. Ja, ich habe Weihnachten gestohlen. Es ist sehr ungewöhnlich und das überrascht natürlich auf der einen Seite. Und es ist für mich persönlich auch eine große Herausforderung, mal plötzlich sowas zu sprechen. Wie er die Herausforderung gemeistert hat, das können jetzt die Zuschauer beurteilen im neuen Animationsfilm Der Grinch. Der ist wieder mal genervt davon, dass sich alle auf Weihnachten freuen und vorbereiten. Deshalb möchte er das Fest stehlen. Sein Motto? Wenn er es in einer Nacht ausliefern kann, kann ich es in einer Nacht stehlen.
Schlecht gelaunt? Gemein? Ein Weihnachtsmuffel? So ein Grinch passt doch gar nicht zu der Frohnatur aus Ostfriesland, oder? Wenn man den Film sieht, dann merkt man schon, das ist eigentlich ein ganz liebenswerter. Hinter der rauen Schale steckt ein goldenes Herz. Und das wird ja auch am Schluss klar, wenn es da zum Gesinnungswandel kommt. Na jetzt aber mal nicht das Ende verraten, Herr Waalkes. Sag nicht Herr Waalkes zu mir, ich heiße Otto. Also nochmal, bitte. Okay, Entschuldigung. Nicht das Ende verraten, Otto. Die Leute wollen den Film ja noch sehen. Und während sich das Publikum den Grinch anschaut, geht es für Otto auch schon wieder weiter nach Esslingen zur nächsten Autogrammstunde. Ein Stadtbahnunfall hat heute in Stuttgart-Feuerbach für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bei dem Zusammenprall wurde ein 26 Jahre alter Autofahrer verletzt. Laut Polizei hatte der Mann mit seinem Fahrzeug die Gleise überquert und dabei wohl zuvor eine rote Ampel missachtet. Infolgedessen kam es zum Zusammenprall mit der Stadtbahn. Das Unfallfahrzeug fing daraufhin auch noch Feuer. Der Brand konnte aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die knapp 60 Insassen der Stadtbahn blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags hat heute in Stuttgart seine Ergebnisse aus dem Abschlussbericht vorgestellt. Das Gremium beschäftigte sich vor allem auch mit dem Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Wolfgang Drexler, Vorsitzender des Ausschusses, zieht klare Bilanz. Mundlos und Böhnhardt waren für uns die Täter. Eindeutig klar, da gibt es auch kein Wackeln im Untersuchungsausschuss, außer der AfD, die das anders sieht. Weshalb die AfD im 1100 Seiten langen Abschlussbericht einen eigenen Bewertungs- und Empfehlungsteil formuliert hat. Am 20. Dezember wird sich der Landtag im Plenum mit den Ergebnissen des Ausschusses befassen. Auf die Schnäppchen, fertig, los! Beim Mädchenflohmarkt in Stuttgart-Wangen waren am Wochenende Shoppingbegeisterte auf der Suche nach dem Preisknaller. Für jeden Geldbeutel von bis. Wir fangen an bei 1 Euro und gehen hoch bis zu 50 Euro. Über 150 Stände verkauften Secondhand-Artikel verschiedenster Art und Marke. Zum 7. Mal wurde der Mädchenflohmarkt Markt Moselle in Stuttgart veranstaltet. Kurze Pause, dann sind wir mit einem rasanten Derby in der DEL 2 zurück. Die Bietigheim Steelers und die Ravensburg Tower Stars lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, das nichts für schwache Nerven war. Mehr dazu gleich hier im Journal. Bleiben Sie dran. Hallo zurück. Die Turnerinnen des MTV Stuttgart sind so etwas wie der FC Bayern München des Kunstturnens. Geht es um den Titel in der deutschen Turnliga, führt kein Weg an ihnen vorbei. In diesem Wettbewerb sind sie das Maß der Dinge. Sechsmal in Folge ging der Titel in den letzten Jahren an das Team um Kim Bui und Elisabeth Seitz. Und weil den Stuttgarterinnen das noch nicht genug war, kam jetzt in Ludwigsburg sogar Titel Nummer 7 dazu. Die Turnerinnen vom MTV Stuttgart sind einfach nicht zu schlagen. Ob am Sprung, am Stufenbarren, auf dem Schwebebalken oder am Boden. Das Team von Routinier Kim Bui ist in der deutschen Turnliga einfach eine Klasse für sich. Mit großem Vorsprung sichert sich Stuttgart in der Ludwigsburger MHP Arena seinen 7. Titel in Serie, den 10. insgesamt. Neben den herausragenden Einzelleistungen überzeugt der MTV auch dieses Mal wieder mit seinem großen Teamgeist. Wir haben echt Spaß und es ist einfach, ja, es ist dieser Spirit auch. Also es ist toll, dass man mit der Trainingsgruppe dann zusammen auch mal auf die Wettkampffläche geht und zusammen performt und nicht immer nur zusammen trainiert. Das ist schon was Besonderes. Am Rande der Veranstaltung wird Elisabeth Seitz noch als Deutschlands Turnerin des Jahres ausgezeichnet. Der WM-Bronzemedaillengewinnerin ist es auch vorbehalten, mit ihrer Bodenkür das Finale der Teammeisterschaft zu beenden. Stuttgarts Frauen machen also beste Werbung für die Heim-WM 2019 in der Porsche Arena. Mehr zur Turnerin des Jahres Ellie Seitz und wie sie Studium und Profisport unter einen Hut bekommt, dann am Donnerstag in Startblock 07.
Jetzt schauen wir noch kurz in die zweite Eishockey-Bundesliga und auf das Derby der Bietigheim Steelers gegen die Ravensburg Tower Stars. Nach langer Verletzungspause wieder mit von der Partie bei den Steelers der Torhüter Ilias Scharipow. Und er zeigt im Derby gegen den Tabellenführer aus Ravensburg direkt eine richtig starke Partie. Die Oberschwaben begannen vor 2500 Zuschauern extrem selbstbewusst und gingen früh in Führung. Das zweite Drittel ging dann aber an Bietigheim. Norman Hauner mit dem Ausgleich. Nur zwei Minuten später erhöhte Freddy Cabana auf 2:1. Das Schlussdrittel war dann nichts für schwache Nerven. 3:1 für die Steelers durch Tyler McNeely. Die Antwort vom Spitzenreiter folgte auf dem Fuß. Dem 2:3 folgte der Ausgleichstreffer von Ex-Steeler Robin Just. In der letzten Spielminute dann sogar noch das 4:3 für Ravensburg. Doch die Steelers schafften doch tatsächlich 22 Sekunden vor Ende den Ausgleichstreffer zum 4:4. Im Penaltyschießen traf dann nur der Ravensburger Czarnik zum 5:4. Bleibt Ravensburg Erster. Bietigheim liegt mit 15 Punkten Rückstand auf Rang 5. Das war das Journal für heute. Hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten für die Woche. Und falls Sie es noch nicht getan haben, dann packen Sie unbedingt für die kommenden Tage einen Regenschirm ein. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind um 18 Uhr. Tschüss, machen Sie es gut. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Der Wind, der wird von Entscheidung sein am Dienstag. Zum einen spüren wir ihn, weil er ziemlich frisch wird. Zum anderen drückt er die Temperaturen im Tagesverlauf immer weiter nach unten. Wir starten vormittags mit Werten, die durchaus am Oberrhein nochmal so um die 13, 14 Grad erreichen können. Aber zum Nachmittag sind es dann gerade mal nur noch 10, weil eben der Wind von Nordwesten kommt. Und der drückt gleichzeitig auch noch die Regenwolken nach Süden, vor allem am Bodensee, da wird es deutlich trüber werden. Bei uns Richtung Stuttgart, da schafft es zwischendurch mal die Sonne vorbeizuschauen. Ein paar Schauer gibt es aber auch und vor allem dann am Alb drauf und auch Richtung Freudenstadt im Schwarzwald. Da halten sich wahrscheinlich die Regenwolken. 10 Grad, die gibt es wie gesagt am Vormittag. Mittwoch dann etwas kühler, zum Donnerstag, Freitag wieder milder. Richtung Wochenende wird es wieder kühler.